Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Wir spielen heute wieder die Lüdenscheid-Modifikation, sind auf der Linzing-Karte unterwegs, spielen auf der Brandausbreitungsstufe Feuerwehrmann und haben die Atemschutz natürlich wieder, wie in den letzten hunderten Folgen, aktiv. Genau. Ja, ich mach mal den Einsatzstopp raus. Diese Folge wird direkt im Anschluss von der letzten Linzing-Folge aufgenommen. Wir wechseln ja da momentan jeden Tag durch. Einmal Brandstedt, nächste Tag Lüdenscheid, dann Linzing und dann wieder Brandstedt und so weiter und so fort. Und ja, diese Folge wird, wie gesagt, im Anschluss von der letzten Linzing-Folge aufgenommen. Wir haben jetzt nochmal eine Brandvariante, hatten wir in der letzten Folge einen B3 gehabt. Das heißt, wir schicken hier nochmal die Feuerwehr hin. Wir nehmen mal die Sonderrechte raus dafür, sagen hier einfach, haben wir da überhaupt eine passende Stichwortalarmierung? Irgendwie nicht so wirklich, oder? Irgendwie nicht so wirklich. Ausgelöste Brandmeldeanlage passt nicht, Feueralarmstufe 0. Ich habe die Sonderrechte mal rausgenommen und sage hier Feueralarmstufe 0 nach der Stichwortalarmierung. Ich versuche das ja so ein bisschen mehr mit einzubinden mit der Stichwortalarmierung, weil sich das sehr häufig gewünscht wird, aber manche Sachen hat man halt einfach irgendwie nicht passend da. So, hier haben wir gerade einen B0 Buschbaumbrand, da sagen wir hier Feueralarmstufe 0. Sonderrechte lassen wir drinne und somit sind die auf dem Weg zu dem brennenden Baum. Und ja, ich bin gespannt, was in der Folge alles so passiert. In der letzten Folge hatten wir endlich mal wieder so ein paar mehr Brandeinsätze und einen Verkehrsunfall. Ja, schon mal ganz schön. Wir hatten in letzter Zeit auch finde ich, ein bisschen wenig Verkehrsunfälle, oder? Also so richtig große Dinger mal, die einen so richtig gefordert haben. Wird mal wieder Zeit. Aber ich finde es ja schön, dass wir in der letzten Folge wenigstens schon mal so ein bisschen wieder B3 hatten. Ja, zweimal hintereinander B3. Und einen leichten Unfall auf der Baustelle ist schon mal ein Anfang gewesen. So, hier ist schon mal ein Tor offen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir von welchen Wachen wir die Fahrzeuge alarmiert haben. Wir haben einmal von der Wache 1, LF10, fährt mit Sonderrechte gerade raus. Und einmal aus der Freiwilligenfeuerwache 12 ist ein HLF auf dem Weg. Können ja gerade mal schauen. Wache 12 ist hier drüben. Wo haben wir denn die Brandwache? Brandwache war dort. Okay. Ja gut, dass dann die Wache 12 kommt, finde ich okay. Eigentlich hatte ich nicht die Sonderrechte rausgenommen? Oder habe ich jetzt irgendwie... Die fahren beide mit Sonderrechte. Egal. Die wollten jetzt mit Sonderrechte hinfahren. Ich habe sie mal abgefangen, habe die Sonderrechte wieder rausgenommen. Ich war eigentlich der Meinung, ich habe sie rausgenommen, aber anscheinend nicht. Na gut. Oh, hier war in der letzten Folge der Verkehrsunfall auf der Baustelle, wo das Dixi-Klo umgemäht wurde. Hier haben wir nochmal einen B0 Kleinbrand reinbekommen. Schicken wir auf jeden Fall ein Fahrzeug los. Kommt normalerweise aus der Wache 1, würde ich sagen. Genau. Geht das nächste Alarm. Tor auf. Linzing. Hauptwache. Alarm, Linzing, Hauptwache. Einmal Stellangriff. Jawohl. Ich hoffe, die haben genug Leute dabei. Nein, haben sie nicht. Verdammt, ich achte da nicht drauf. Hätte ich ja auch schon mal vorher wieder drauf achten können. Mann. So, Sonderrechte raus, B0. Wir schicken nochmal ein weiteres Fahrzeug hin. Oder habe ich hier auch... Moment, ich gehe mal auf die normale Alarmierung hier drauf. Gucken wir mal, habe ich... Hatten wir nicht auch irgendwie einen MTW hier zur Verfügung, den ich einfach mal rausschicken kann? Ich brauche nur ein paar Leute hier. Mehr brauche ich nicht. MTW. Wache 12. Ja, passt doch. Nehmen wir das. Sonderrechte raus. So, sind draußen. Schicken wir den auch einfach nochmal los. Jetzt wird nochmal per Sirene alarmiert. Vollkommen übertrieben. Was willst du machen? Gut, hier wird fleißig gelöscht. Entschuldigung, Stimme lässt ein bisschen nach. Und wir gehen auf jeden Fall hier gerade mal eine Wasserversorgung aufbauen. Gehen wir da hinten einfach mal dran. Hier warten wir auf das Fahrzeug. Ist aber auch gleich hier am Einsatzort eingetroffen. Ja, Brandwache, ich verbock das so oft, dass ich zu wenig Leute rausschicke. Es ist irgendwie schon so Standard geworden. Naja. So, also die zwei kann ich reinschicken, den kann ich reinschicken. Maschinisten und Gruppenführer kann ich leider nicht reinschicken. Sonst wären wir eigentlich genug Leute auf jeden Fall. Aber so, nein, fehlt eine Person. MTW ist ja aber schon auf dem Weg. Pol, Diebstahl. Ein Diebstahl. Oh. Direkt neben dem alten Einsatz. Und jetzt haben wir gerade den Grafikbug. Na super. Moment, ich gehe mal gerade an eine Map-Grenze und drücke mal die Wundertaste F7. Das Spiel ist wieder da. Ich habe gerade gar nichts gedrückt. Na dann. Da ist gerade der Streifenwagen schon vorbeigepetzt. Bleiben wir gerade einfach mal ganz kurz hier mit dabei.
So, der müsste normalerweise hergerannt kommen. Das ist immer so super freundlich, dass die Diebe einen einfach entgegengerannt kommen. Ja, man steht da quasi mit offenen Armen und nimmt die mit aller Herzenswärme einfach in den Arm entgegen und schmeißt sie ins Fahrzeug und bringt die zur Polizeiwache. Das ist immer super, super liebevoll, wie es hier zur Sache geht. So, MTW, noch nicht vor Ort. Ja, der kommt wenigstens ohne Sonderrechte angefahren. Anscheinend habe ich vorhin irgendwie das rausgenommen und wieder reingenommen. Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Wer hat's da verbockt? Der mit den Handschellen? Na dann. Doppelt gepfeffert. Okay. Die Kollegen sind da. Da haben wir jetzt genug Leute auf jeden Fall hier vor Ort. Wenn es halt brennt, wie gesagt, muss ich den so schnell wie möglich wegschicken, damit die ganzen Leute ohne Atemschutz nicht umkippen. Ich lasse die schon mal einsteigen. Die anderen. So, jetzt sind auf jeden Fall genug Leute im Gebäude drin. Jetzt sehen wir gleich, was Sache ist. Brandwache, eigentlich cooler Einsatz. Hat immer so ein bisschen Spannung. Brennt es jetzt wirklich nochmal oder brennt es nicht mehr? Brauchen wir noch mehr Einheiten? Brauchen wir keine Einheiten mehr? Ich finde es auch cool, dass halt die Brände dann hier ab und zu nochmal nachkontrolliert werden müssen. Hypertensive Krise. Hypertensive Krise, schicken wir gerade mal Rettungswagen und einen Notarzt raus. Ich stelle uns da am besten hin. Ich würde sagen, RTW einfach mal hier komplett die Straße dicht machen. NEF von mir aus einfach mal so dahinter. Passt. Hauptsache die Person ist ein bisschen eingekreist und das fährt keiner über die gute Frau drüber. Diebstahl machen wir zu. Hier hat sich der Brand bestätigt. Krass. Okay. Dann müssen wir doch noch mal das Blaulicht anmachen und hier unbedingt nachalarmieren. Ich habe den MTW gerade weggeschickt. Man sieht es, die Leute verbrennen sich gerade die Füße. Und die anderen auch. Die haben noch keinen Atemschutz an. Das ist natürlich jetzt eine extrem doofe Sache. Die müssten erstmal unbedingt sich umziehen, bevor sie irgendwas anderes machen. Na kommt, Leute, umziehen. Umziehen, umziehen, umziehen. Oder halt weit genug von den Flammen wegbleiben, wie ihr wollt. Na dann, bleibt weit genug weg von den Flammen und gut ist. Ja. Alarmieren wir wieder B3. Und dann auch gleich wieder unbedingt die Polizei hinterher. Dass die hier die Straße dicht machen. Und wir haben wieder den Grafikbug. Na super. Ich alarmiere erstmal fertig, bevor ich mich um andere Sachen kümmere. Ich glaube, hier war noch ein Platz, wo ich hinfahren konnte. Weitere DLK könnte man auch noch hier hinstellen. Weiteres LF von mir aus, stellt euch mal hier hinten hin. Ich sehe jetzt gerade nicht richtig, wo ich die Fahrzeuge hinschicke, ist aber auch gerade mal komplett Wurst. Ja, wir gehen mal hier gerade an die Seite und ich drücke mal F7. Und ich hoffe, die Map fängt sich wieder. Es ruckelt jetzt mal ganz kurz. Beziehungsweise mal kurzes Standbild. Wenn wir Glück haben, haben wir gleich die Map wieder. Wenn wir Pech haben, nicht. Und die Map ist wieder da. Gut. Ja, habe ich doch einigermaßen grob hingeschickt. Passt. So, wie sieht's aus? Alle anderen wollen nicht löschen, oder wie? Ja, komm, zieh dich erstmal um. Du auch. Bevor die mir noch umkippen. Bevor die mir doch noch umkippen am Ende, machen wir es so. Polizei brauche ich, wie gesagt, noch unbedingt hier. Ich alarmiere aber irgendwie nicht alles gerne über die Stichwort Alarmierung. Das finde ich so viel praktischer und schneller stellenweise. Ab und zu, also bei den Bränden, nutze ich die Stichwort Alarmierung echt gerne. Aber so bei anderen Sachen, wenn ich jetzt einfach so Polizei oder einfach Rettungsdienst rausschicken möchte, finde ich es irgendwie auf die andere Art und Weise ein bisschen besser, muss ich sagen. Bisschen angenehmer, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie einen Rettungswagen auswähle, dann sehe ich auch genau, wo der herkommt. Wenn ich natürlich jetzt hier bin und klicke einfach auf Rettungswagen, sehe ich nicht, welcher Rettungswagen kommt jetzt überhaupt und so weiter. Deswegen mache ich das anders irgendwie auch ein bisschen mehr. So, die sind jetzt schon eingetroffen hier, die haben bisschen weniger Wasser im Tank. Die waren gerade bei einem anderen Einsatz und jetzt einfach weitergefahren. Ist aber auch okay. Weil wir haben hier ja Hydranten zur Verfügung. Ah, das sind die Einsatzleiter, die gerade hier eingetroffen sind. Okay. So, das andere Gebäude hat jetzt auch wieder Feuer gefangen.
ja, das ist das Spannende an den Brandwacheneinsätzen. Dass man halt da wirklich die Möglichkeit hat, dass es da nochmal brennen kann. Und man dann plötzlich umswitchen muss von ja, ohne Sondersignale, einfach im Fahrzeug mal hingeschickt zu, oh Gott, die halbe Stadt brennt wieder ab. Ja, die Polizei braucht aber auch enorm lange, um hier gerade anzukommen. So, geht man da dran. Wasserversorgung. Einmal hier dran für die Wasserversorgung. Dann einmal hier. Baut auch nochmal auf, bitte. Jo, hoffentlich diesmal finden alle Fahrzeuge den Weg hierher. Nicht, dass wir wieder irgendwelche Fahrzeuge vermissen, die irgendwo nebenan stehen. So. So an sich sieht es aber eigentlich ganz okay aus. Bis jetzt. Die Gebäude, also das hier brennt noch anscheinend, aber das andere schon nicht mehr. Hier hinten ist auch schon fleißig alles abgelöscht werden. Die anderen Kollegen rennen gerade wieder hier außen rum. Ich muss halt nur den einen Feuerwehrmann im Auge behalten, weil der hat keinen Atemschutz an, der eine. Der da. Aber ich sehe jetzt kein Symbol, also alles gut. DLKs sind aufgebaut, beziehungsweise startklar. Dann sollen die das eine Gebäude gerade nochmal mitlöschen. Was bedeutet eigentlich dieses Gepieps im Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Oh, ist draußen gerade wieder am Schütten, ist eine Realität. Wahnsinn. So, wir haben ja noch einen gebrochenen Arm. Ich nehme mal die ganz normale Alarmierung wieder. Wie gesagt, mag ich einfach mehr. Kommt aus der Rettungsdienste Wache 14. Und den Brand haben wir schon gelöscht. Ja, nice. Sehr schön. Dann sagen wir hier zusammenpacken. Wir haben diesmal keine Person im Gebäude drin. Oh nein! Oh nein! B4, Industriebrandchemie. Ihr habt's alle gehört. Ach komm, nein. Ach nein. ja. Was nehmen wir? ABC1? Ich weiß nicht genau, was hier der Unterschied dann ist. Wie viele Fahrzeuge da mehr oder weniger kommen. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall gleich alle möglichen TLFs rausschicken, die ich hier zur Verfügung habe. Dekon brauchen wir auf jeden Fall auch. Das war's schon hier von der Alarmierung. Okay, alles klar. Oh, so viele mehr oder so viel mehr TLFs sind es gar nicht mehr, die ich rausschicken kann. Oh Gott, das ist ein großer Chemiekomplex. Wie sieht's denn aus, Feuerwehr? Habe ich Chemiepark alles alarmiert, was so zur Verfügung steht? Sieht so aus. Naja, ich würde trotzdem jetzt nochmal hier auf die Stichwortalarmierung gehen und würde nochmal ABC2 auswählen. Weiß nicht, was da jetzt noch alles angefangen kommt, keine Ahnung. Wow, zwei weitere Fahrzeuge. Ach ja, es wird eine Katastrophe. So, die DLK hier hat noch nicht weggepackt. Das nächste Fahrzeug, was noch zusammenpacken muss. Und dann können wir uns gleich hier dem Chemiebrand widmen. Die haben natürlich jetzt auch einen enorm weiten Weg von der Chemiefeuerwehr, weil die Chemiefeuerwehr ist hier oben. Wache 2. Die müssen jetzt einmal bis hier unten zur Wache 14 fahren vom Rettungsdienst. Also da oben haben wir auf jeden Fall schon mal ein Feuerwehrfahrzeug stehen, einen Einsatzleiter. Aber alles andere ist noch nicht eingetroffen. Ja, nächster Einsatzleiter trifft ein. Immer noch keine Fahrzeuge da, die löschen könnten. Ach, miese Nummer.
Naja, schicken wir hier den gebrochenen Arm schon mal ins Krankenhaus. Die sind auch schon im Krankenhaus angekommen. Jetzt kommen die ersten Fahrzeuge, mit denen wir was anfangen können. Das ist doch schon mal schön. Dann einmal den Schutzanzug anziehen. Einmal so schnell wie möglich hier aufbauen. Hydrant haben wir hier. Abbaubehälter, Dekon brauchen wir wahrscheinlich nicht so unbedingt. So, der soll, glaube ich, hier reinfahren, oder? Ah ne, den habe ich dahin geschickt. Na dann, von mir aus, okay. Soll auch schon mal anfangen zu löschen. Kann sich ja gerade mal irgendwo an einen Hydranten dran machen. Da haben wir einen großen. Da haben wir einen großen Hydrant, gehen wir da dran. Er hat gerade nichts zu tun, dann soll er sich mal die Person da hinten schnappen. Wie schnell einfach das TLF leer ist, das ist Wahnsinn. Dass da Wasser rausgeballert wird. So, aber ist gleich angeschlossen, dann müsste es ein bisschen ausgebremst sein. Notfalls können wir auch zweimal da dran gehen oder gehen noch an einen anderen Hydranten dran. Weiteres TLF trifft gerade ein. Einfach schön draufhalten. Jawohl. Ja, hier der Tank wird immer noch ein bisschen leerer. Ich guck mal, dass wir irgendwo noch an anderen Hydranten dran gehen. Entweder könnte man da doppelt dran. Ja, gehen wir da doppelt dran. Einmal da an den großen, einmal hier an den kleinen. Sollte noch reichen von der Wasserversorgung. Wir haben jetzt noch einen Diebstahl reinbekommen. Hier, das Fahrzeug wollte ich eigentlich auch noch anschließen. Gehen wir gerade mal an den Hydranten dran, dann ans Fahrzeug. Ah, jetzt habe ich da doch die Person noch nicht weggeholt. Naja, passiert. Also Diebstahl, gehen wir gerade mal gucken. Streifenwagen. So, ist die Frage natürlich, wo rennt der lang? Ich schicke jetzt einfach erstmal ein Fahrzeug los. Rennt wahrscheinlich geradeaus, okay. So, schließ mal das Fahrzeug an, sonst ist das gleich leer. Das wäre eine doofe Sache. Die haben keinen Schutzanzug, die auch nicht. Gut, also hier haben wir auch einmal angeschlossen mindestens, oder wenigstens, das ist auch schon mal ganz gut. Okay, da kann ich keinen mehr dran schicken. Weiteres Fahrzeug trifft ein, hat aber auch keine Schutzanzüge, kann ich also auch nichts mit anfangen. Das TLF läuft auch langsam leer. Feuer ist aber aus. Feuer ist aus. Ah, der ist doch hier hochgerannt. Okay, na dann, einmal hinterher, beziehungsweise fahr einfach mal vor. Okay, er will uns schon wieder hier linken. Er ist links lang gerannt. Dann einmal dorthin. Gut, Feuer ist aus. Feuer ist aus, wir haben es also geschafft. Dann schnappt ihr mal die Person, ab ins Dekon, fertig, aus. Boah, zum Glück konnte man das so schnell in den Griff kriegen. Einmal Tank auffüllen, bitte. RTW plus NEF. Brauchen wir noch? Fehlt noch. Ja, alle anderen Fahrzeuge haben wir nicht gebraucht. Konnten wir nicht nutzen. Eddie, gebrochenes Bein. Der linkt uns schon wieder. Ja, das ist das, was ich immer meine. Man muss bei so einem Einsatz eigentlich immer dabei bleiben. Na komm, gib Gas. Immer ein bisschen vorfahren. Dass man nicht hinterherrennen muss, sondern ihm einfach entgegengelaufen kommt. Das macht die Sache einfach immer einfacher. So, gebrochenes Bein. Rettungsdienst brauchen wir da. Einmal einen Rettungswagen mit Blaulicht raus. Hier kann auf dem Parkstreifen parken. Wunderbar. Ich hoffe, der Rettungsdienst braucht nicht ganz so lang, bis er hier ist. Leider anscheinend gerade kein Fahrzeug hier einsatzbereit auf der Wache 14, weil wäre ja direkt nebenan. So, die haben auch wieder einen vollen Wassertank, die hier noch nicht. So, Person wurde schon mal dekontaminiert, kann also auch wieder wegfahren. Mehr Personen waren glücklich nicht betroffen. Die haben auch wieder einen vollen Wassertank, die wahrscheinlich auch gleich. Ah, dauert ein bisschen. Komm, wir gehen mal doppelt an den großen Hydranten dran, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Wasser daraus nuckeln. Wir probieren es mal. So, und der Einsatzleiter kann sich hier gerade mal um das Getrötete kümmern.
Aber lang genug gehört. Jo, da kommt der Rettungsdienst. Feine Sache. Gott, einmal da dran. Die schicken wir weg. Ob wir Notarzt brauchen, weiß ich noch nicht. Ich gehe aber mal stark davon aus, ehrlich gesagt. Also, werden wir gleich sehen. Jetzt habe ich gar kein Foto gemacht vom Chemiebrand. Ei. Wir könnten einfach mal das Fahrzeug ablichten. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht abgelichtet. Von der Werkfeuerwehr. Das ist eigentlich voll die nice Karre. Muss man schon sagen. Hübsch. Gut. Dann haben wir das. Dann kann der auch wegfahren. Hier brauchen wir einen Notarzt. Was haben wir da? Atemnot nach chemischer Kontamination. Ja, habe ich mit gerechnet. So, die können auch zusammenpacken. Also das machen wir zu, kommt gerade hier an der Polizeiwache an. Und hier können wir die Zeit eigentlich auch schneller laufen lassen. So, Trage haben wir schon mal. Dann darf der Notarzt begleiten. Zeit läuft gerade schneller. Ja, also da nicht wundern, dass alles so schnell abläuft. Ich lasse es ein bisschen schneller ablaufen. Ist momentan nichts irgendwie, was einen in Zeitnöte bringt, was wir hier offen haben. RD, hypertensive, Krise, Rettungswagen plus NEF. Kommt einmal aus der Wache 1 und einmal aus der Wache 10. Bringen wir den Patienten gerade einfach mal weg. Jawohl. Ja, ich würde sagen, hier B4 können wir zumachen. Gebrochenes Bein können wir zumachen. Hypertensive Krise sind die Fahrzeuge gerade erst auf der Anfahrt. Sind direkt neben dem Krankenhaus. B4, Gebäudebrand. Nochmal B4, aber diesmal kein Chemie. Alles klar. Dann gehen wir hier auf die B4-Alarmierung. Also für sowas nehme ich total gern die Stichwort-Alarmierung, eigentlich. ELW. KDOW. HLF, ja gut, ich würde sagen, wir fahren hier einmal auf die Wiese drauf. DLK. Das ist wieder so ein Gebiet, wo du einfach nicht gut drankommst. Könnt theoretisch mit der DLK vielleicht hier hinfahren, dann über die Bäume drüber und dann versuchen, von oben irgendwie ein bisschen zu löschen, aber ist halt echt unangenehm, da dran zu kommen. HLF, wir fahren mal so ein bisschen dahinter, so gut wie möglich. Weiteres HLF, vielleicht mal eins hier irgendwie reingequetscht. Das ist halt wirklich eine unschöne Position. Die weitere DLK können wir eigentlich nicht benutzen, außer wir versuchen mal hier in die Höhe zu gehen, versuchen von Weitem da irgendwas anzustellen, aber weiß nicht, ob das funktioniert. Ja. Ich verteile einfach mal rund um dieses Wohngebiet ein paar Fahrzeuge. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie gut drankommen. TLF. Ja, könnten wir auch nochmal hier vorne irgendwo hinstellen. Gerätewagen, Atemschutz. Erstmal hier. GWL2 von mir aus dahinter. Ich würde jetzt noch die Polizei hier dazu ziehen, auf jeden Fall. Das war. Komm, nehmen wir drei Stück. Drei Streifenwagen. Das wir einmal hier zumachen. Und einmal hier die Straße. Ups, falsch herum hingestellt. Und ja, ansonsten die andere Straße brauchen wir, glaube ich, nicht zumachen. Wobei, da können die Feuerwehrleute ein bisschen entspannter hier rumlaufen. Machen wir es so. Den drehen wir einmal um. Und jetzt heißt es abwarten erstmal. So, hypertensive Krise. Schauen wir gerade mal, dass der Notarzt da dran geht. Brauchen wahrscheinlich noch einiges an Rettungsdienst dann. Aber das alarmieren wir dann, wenn wir wissen, wie viele Personen wir jetzt verletzt haben. Ich versuche so schnell wie möglich die Flammen unter Kontrolle zu kriegen und dann kriegen wir noch schnell genug den Rettungsdienst bei, auf jeden Fall. So. Fangen wir an. Fangen wir an. Let's go. So, wir halten mal mit dem TLF gerade auch mal mit drauf. Solange, oder wenn das gerade schon mal da ist. Oh, die DLK fährt da einfach mal mitten durch. Das war nicht so geplant. Na gut. Ich
wollte ja eigentlich jetzt nicht durch das enge Gebiet da durchjagen, aber wenn die halt unbedingt da durchfahren wollten, sollen sie es machen. So, hier leiten wir jetzt mal den Verkehr um. Hier hinten auch. Wobei, eigentlich könnte man hier direkt hinstellen, da haben wir beide Straßen hier dicht. Weitere DLK ist hier eingetroffen. Darf schon mal aufbauen, ist nämlich noch kein Fahrzeug eingetroffen, wo sie Wasserversorgung anschließen könnten. So, dann einmal hier umleiten. Das Fahrzeug hatte ich hauptsächlich für die DLK gedacht. Aber können wir auch einen Verteiler legen. Genau, die DLK einmal da dran. Ich rechne mal mit, dass wir da noch Mann 5 irgendwie alarmieren oder so. Könnte man eigentlich theoretisch mal machen. Könnten wir dann eigentlich theoretisch schon mal machen, sicherheitshalber. Komm, machen wir auf. So, einfach hier mal eine Kette hin alarmiert, dann habe ich nicht so viel Klickerei. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd abgestellt wahrscheinlich, aber es ist alles machbar. Es ist alles machbar. Haben wir noch irgendwo einen Hydranten? Da hätten wir noch einen. Hier hinten hatte ich ja auch mal eine Truppe hingeschickt, falls sich das Gebäude hinten entzünden sollte, dass wir da von der Seite auch drankommen. Jetzt haben wir doch mal einen Diebstahl reinbekommen, das heißt, ich muss gleich mal kurz den Einsatzort hier verlassen. Feuer ist aber soweit schon aus. Das ist doch schon mal gut, dann brauche ich gar nicht weiter aufbauen. Und kann schon mal die ersten Fahrzeuge wieder wegschicken. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ja, wo rennt der nur hin? Keine Ahnung. Wenn der halt hier nach links rennt, dann habe ich halt verloren. Er rennt aber geradeaus weiter. Wunderbar. Hier noch die paar Müllsäcke, die da am Brennen sind. Noch die Bank. Abschlepper brauchen wir dann auf jeden Fall auch. Sind wir auch schon mal vor Ort. Und ja, dann würde ich schon mal das eine oder andere Fahrzeug wieder wegschicken. Und jetzt anfangen hier ins Gebäude rein zu rennen. Weil wir da erstmal das Schloss knacken müssen, sehe ich gerade. Aber wir haben auf jeden Fall genug Leute hier vor Ort, die helfen können. Das ist super. Das ist super. Schloss mal das Knock auf. Knack mal das Schloss auf. So ist richtig. Ich würde auch schon mal das Fahrzeug hier wegschicken. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Auch die ganzen Einsatzleiter brauchen wir nicht mehr. Dann kriegen wir hier ein bisschen mehr Platz. Das Fahrzeug haben wir auch nicht benutzt. Schicke ich auch schon mal weg. Dass wir mehr Platz bekommen. Ja, GW Sand trifft gerade ein. Wir müssen mal gucken, ob wir das überhaupt brauchen. Na, wo rennt denn der Kollege, der hier aufknacken sollte? Ach, hier drüben ist der Eingang. Ah, das ist natürlich mies. Na, wobei, wir sind da näher am Zelt dran, falls ich es aufbauen muss. Okay, also, ups, du brauchst nicht löschen. Aber ins Gebäude reingehen wäre ganz cool. Er auch. Die zwei auch. Okay, erste Person haben wir. Zweite Person auch. Dritte Person auch. Dann schicke ich die anderen gerade mal hin, die Personen aufnehmen. Also vier verletzte Personen haben wir. Gut, Mann 5 war da ein bisschen übertrieben, aber das passt schon. Habe ich noch irgendjemand rumstehen, der gerade Langeweile hat? Er hat Langeweile. Ups, du nimmst mal die Person mit, er nimmt die Person. Ich baue jetzt kein Zelt auf, das rentiert sich wirklich nicht. GW Sand schicke ich wieder weg. Das sind vier Personen, die kriegen wir so. Die kriegen wir so. Hab ja genug Rettungswagen vor Ort, theoretisch sogar einen zu viel. Wen schicken wir weg? Nehmen wir einfach mal ihn. Haben wir noch vier Stück hier. Müsste passen. Brauchen wir noch die Polizei, die gerade mal die Tür wieder verschließt. Okay. So, wo rennt er jetzt mittlerweile rum? Er ist schon verdammt weit gekommen. Also auf jeden Fall Respekt.
scheint sportlich unterwegs zu sein. Hier unten rennt der rum. Das ist schon wieder ein verdammt weiter Weg, wo der gelaufen ist. Hammerhart. Aber das war mir jetzt wichtiger als der Dieb. So, fangen wir mal an. Wir haben ja auch zwei Notärzte vor Ort. Mit leitendem Notarzt sogar drei. Das heißt, haben wir auch mehr als genug. So, wenn die weggepackt haben, würde ich den Abschlepper da reinschicken. Oh, schön dahinter gestellt. Und auf der falschen Seite ausgestiegen, damit man jetzt aus rumrennen muss. Ist auch super. Aber er ergibt sich. Wunderbar. Gut, hypertensive Krise sollten wir vielleicht auch mal aufnehmen. Notarzt vielleicht auch mal einen Rettungswagen reinschicken, damit die dann auch vorankommen. Und ansonsten sieht es hier eigentlich so an sich ganz wunderbar aus. Jetzt noch kein Notarzt benötigt, also können wir die eigentlich auch wegschicken. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, ist ja alles glimpflich ausgegangen. Und die Notaufnahme freut sich gleich, wenn ich dann wieder alle Fahrzeuge gleichzeitig ins Krankenhaus schicke. Gut, hier die können auf Streife gehen. Brauchen wir nicht mehr. Hier die können wir auch auf Streife schicken. Hier hinten die können auch wegpacken, auf Streife gehen. So, das Fahrzeug fährt weg, also haben wir da theoretisch einen Weg hin zu dem Fahrzeug, was abgeschleppt werden muss. So, der ist ein bisschen schneller als der andere. So, dann der. Okay, das war's. Alles geschafft. Würde ich sagen, machen wir Einsatzstopp rein. Machen wir die Einsätze noch fertig und dann kommen wir ans Ende dieser Folge. Ja, waren mal wieder coole, spannende Einsätze dabei. Das machen wir zu. Die fahren jetzt auch alle ins Krankenhaus, aber alle wirklich eine leichte Verletzung. Nichts Wildes. Der Abschlepper hat auch abgeschleppt, hat einen Weg hingefunden. Wunderbar. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles außenrum weggeschickt soweit. Sehr schön. Diebstahl ist auch auf dem Weg zur Polizeiwache. Somit haben wir eigentlich alles abgeschlossen und können das Ende der Folge einleiten. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Wer möchte, gerne auch die Videos teilen, wäre super nett. Und ja, wer natürlich den Kanal auch finanziell unterstützen möchte, kann auch gerne eine Mitgliedschaft abschließen. Bringt Vorteile für den Kanal, bringt Vorteile für dich. Und ja, wer auf der Suche ist nach günstigen Legalspielen, einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Dort ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Dort kann man sich günstig und legal Spiele kaufen. Und ja, wenn man die Spiele über den Link kauft, dann wird der Kanal auch unterstützt. Genau, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy, tschüss.